Schauspieler Hardy Krüger hat erneut zu mehr Engagement gegen Rechtsextremismus aufgerufen. Auf seiner bundesweiten Tour im Rahmen des Projektes Gemeinsam gegen rechte Gewalt machte er am Donnerstag in Rostock Halt. Für den 87-Jährigen ist es wichtiger denn je, aufzuklären und als Zeitzeuge in Schulen und Rathäusern über seine Erfahrungen mit dem Naziregime zu sprechen. Wenn ich mir mit ansehen muss, dass es wieder Menschen gibt, die dieselben Verbrechen begehen wollen, wie die Nazis das getan haben, und diese Parolen unters Volk bringen, genau wie ich es noch im Ohr habe von der Nazizeit, als ich 14, 15 Jahre alt war, dann weiß ich nicht, ob nicht jeder von uns auf die Straße gehen sollte. Hardy Krüger ist einer der wenigen deutschen Schauspieler, die nach dem Zweiten Weltkrieg international Karriere gemacht haben. In Rostock schilderte er, wie ihm selbst als junger Mann die Abkehr vom rechten Gedankengut gelang. Ich bin 1928 geboren und zum Nazi erzogen worden. War auf der Adolf-Hitler-Schule in Sonthofen, auf einer Nazi-Elite-Schule, und habe dann, weil ich für einen Film engagiert wurde mit 15 Jahren bei der UFA in Babelsberg, einen wunderbaren Mann getroffen, einen Schauspieler, Hans Sönker, ein grandioser Schauspieler, ein großer UFA-Star und ein sehr mutiger Mann. Und der hat in 6 Monaten mir alles aus dem Kopf wieder rausgeredet, was ich in all den Jahren vorher von den Lehrern und meinen Eltern gelernt habe, und bin zum Anti-Nazi geworden. Die von der Daimler AG geförderte Aktion Gemeinsam gegen rechte Gewalt hatte Hardy Krüger 2013 mit Dieter Hallervorden, Hag Bohm und dem Journalisten Klaus Bettnarz ins Leben gerufen. Seitdem tourt er durch verschiedene Städte in ganz Deutschland. Rostock war die zweite Stadt in Mecklenburg-Vorpommern, die der Filmstar in diesem Jahr besucht hat.